Sollen wir mal kurz checken, wer hier ein Abitur hat? Wie ich es so schön sang im Opening. Wer hat ein Abitur? Hand hoch. Alle. Wessen Durchschnitt ist wahrscheinlich der beste? Oh oh. Wessen Durchschnitt ist wahrscheinlich der schlechteste? Max Foster! Was ist dein Durchschnitt? Man muss dazu sagen, bei mir, das Gymnasium, Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler ist auch extrem anspruchsvoll. Das muss man dazu sagen. Okay. Was heißt das im Ergebnis? Das heißt, was hast du für einen Abi-Durchschnitt? Ich kann mich nicht so ganz genau erinnern. Das war sehr schwach. Es war 3,3, leck mich am Arsch. Ja. Das kann ich ja, toppen. Ja, aber das ist ja das übersetzt. Das kann ich toppen. Moment, wenn ich schon der Beste bin von irgendwas und wenn es von hinten ist, kann ich das toppen. 3,7. Super! Ich würde dir so gerne einen Punkt geben dafür. Ja. Ricardo, dürfen wir deinen Abi-Durchschnitt wissen? Ich hatte 1,9. Ricardo Simonetti! Ja. Dazu will ich aber sagen, dass ich einen einzigen Punkt in Mathe hatte. Also ich war sehr gut, außer in Mathe. Da war ich sehr schlecht und deswegen 1,9. Aber Ricardo, die erste Frage ist gleich eine Mathe-Frage. Motivierend. Schaut mal, mit diesem Buch hier fangen wir an. Das ist Schnittpunkt Mathematik. 9. Klasse. Habt ihr schon Schiss? Ja. Hier kommt die Frage, ihr schreibt bitte auf. Ja. Ich habe sowas von einer Lehrerin, oder? Lehrerin mit sehr kurzem Kleid. Wie groß ist die Innenwinkelsumme eines Dreiecks? Moment. Ich glaube, ich habe die Frage korrekt vorgelesen. I think that I read the question out loud and clear. Merci beaucoup. De rien, Marc Forster. Wie groß ist die Innenwinkelsumme eines Dreiecks? Alle fertig? Okay. Moment, Summe. Ja. Egal. Summe, wenn du alles zusammennimmst. Wenn ich alle Innenwinkel zusammennehme, quasi. Ist das die Frage, die gestellt wird? Oder genau. Ist sozusagen. Das ist die Radierfunktion auf dem Tablet. Immer gleich. Ich fange mit dir an, Marc Forster. Ne? Ja, das warte mal, ich habe noch nicht fertig geschrieben. Ja, okay. Ich ahne, dass es ganz gut ist, dass du korrigiert hast, weil es immer noch falsch ist. Wie ist immer noch falsch? Zeig mir mal bitte, was 135. Und darauf kommst du auf folgendem Wege? Weil die Summe aller Winkel, es sind ja drei Winkel und sind jeweils 45 Grad, dachte ich, 3 mal 45. Ja, ist falsch. Ganz kurz, 45 Grad, das hier sind 90 Grad. Das sind wie soll denn ein Dreieck bitte dreimal solche Ecken haben? Das ist ein gleichschenkliges Dreieck. So, Entschuldigung. Okay. Daher kommt das nämlich. Ja. So. Ja, du hast recht. Ich habe das nicht so richtig gut erklärt. Ich war auch nicht so gut in Mathe, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Was hast denn du geschrieben? 180 Grad. 180 Grad. Gucken wir mal, was Ricardo hat. Ich habe auch 180 Grad. Mhm. Und wie viele Punkte hattest du im Abitur In Mathe? Ein Punkt. Denk mal drüber nach. Steffen? Auch 180. 180 Grad. Okay, also dann würde ich mal sagen, dass ihr alle drei recht habt und einen Punkt bekommt. Sind 180 Grad. Korrekt. Sehr gut. Aber du hast auf jeden Fall 3x45 richtig ausgerechnet. Ja, danke. Aber er hat 3x45 richtig ausgerechnet. Das ist auch, finde ich, gut. Da muss es irgendwas für geben. Ja, dafür gibt es einen kleinen Applaus. Danke. So, also wir machen einen sehr kleinen. Wenn ich sage kleinen Applaus, nur einmal klatschen. Ein kleiner Applaus für Marc Forster. So. Das habe ich noch nie gemacht. Wie lustig ist das denn? Das ist geil. Ihr seid sehr lustig. Ja, genau. Wirklich, ist es jetzt immer so, wenn ich was falsch beantworte? Ja, also streng dich ein bisschen an, sonst gibt es immer einen kleinen Applaus. Das ist wirklich, das ist so elitär. Das ist mega.